Ja, bei Tageslicht viel zu leicht zu sehen, wo der Einstieg ist. Gut, dass wir bei der Midnight Madness im Dunkeln hier reinkommen. Ja, der Brennnesselweg führt nur an den Fennbahntrasse. Also von der Fennbahntrasse da unten nicht irritieren lassen, einfach geradeaus rüber ist wieder ein Weg. Wer es nicht glauben will, da ist er. Oh, sogar ein ausgebauter Trail. Das Angebot nehmen wir gerne an. Ich wollte gerade sagen, sieht fast belgisch aus. Hab gedacht, sind wir jetzt in Belgien? Nee, Belgien ist ja nur die Fennbahntrasse hier. Es müsste Deutschland sein. Ah, hier aufs Feld raus. Hier verläuft es sich irgendwie. Aber ich glaube, da geht es noch weiter. Oder? Ich glaube, hier ist noch eine schwache Spur. Sieht so aus, als ob die meisten da übers Feld dann abbiegen. Zumindest wäre das ein Weg. Qual der Wahl. Folge ich dem Weg oder gehe ich geradeaus weiter? Ich muss eh mich links rumhalten. Weil auf diesem wunderschönen Trail mal wieder ein ganzer Sack voll Plastiksäcken rumlag. Ah, hier ist auch noch ein Weg. Siehst du, immer schön die Richtung beibehalten. Da kommst du wieder in eine Zivilisation. Ah, lang ist's her. Da bin ich da rausgekommen, weil ich da hinten von der Straße aus in den Weg reingelaufen bin, der dann irgendwie sackgassierte. Das ist der vorhin erwähnte sackgassierende Weg. Da muss man dann links durch den Wald sich durchkämpfen auf dem Weg. Was verbirgt sich da im Schatten? Das ist doch ein Trippelpfad, ne? Ja, wunderbar. Dann geht's geradeaus. Ich weiter. Diagonalisiert der hier die Wanderwege und spart uns den Weg runter zur nächsten Kreuzung. Oh na, ich ahne was. Oder geht das nur bis hier auf die Lichtung? Also dafür, dass das hier sackgassiert, war das verdammt gut ausgetreten, muss ich sagen. Das war mal eine saubere Verarsche. Die Auswaschung hier lässt hoffen, dass das, was wir ja neulich bei der Midnight Madness als frisch aufgeschüttet durchlaufen mussten, dann tatsächlich noch mit Feinsplit abgedeckt wird. Ja, das letzte Mal bin ich ein Stück weiter unten in der Landstraße im Weg reingelaufen, weil das nur der mittlerweile gesperrte ehemalige Parkplatz ist. Aber wenn hier mal ein Parkplatz war, dann muss ja auch irgendwo ein Weg sein, ne? Ja. Da ist noch der Weg. Ja, dann bin ich das letzte Mal einen Weg weiter unten gewesen. Dann laufen wir jetzt mal einen Weg weiter oben. Da hinten ist eine Schranke. Dann macht das hier nur einen Bogen parallel zur Landstraße rauf auf den Weg. Aber immerhin besser als an der Landstraße lang. Kaum ist der Parkplatz zu, findet hier kaum noch den Weg. So. Ist da drüben nicht ein Weg? Ich glaube, da drüben ist ein Weg. Ja, das ist ein
Das ist aber nicht der, nee, der, den ich hergekommen bin, der ist ein Stück weiter unten. Ja, und auch der geht hier auf der Höhe weiter. Da siehst du, man darf nicht zu früh aufgeben. Es geht immer noch weiter. Ach du liebe Zeit. Qual der Wahl. Da bleiben wir parallel zur Landstraße. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Aber ich bin zuversichtlich, dass es da hinten irgendwo wieder weitergeht. Von wegen ein bisschen nach links abgedriftet, da war genau richtig. Und wo Holzstapel liegen, da ist auch wieder ein Weg, den wir aber nicht benutzen müssen. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt nass. Da soll ich recht behalten. Da drüben kam er her. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es hier parallel zum Zaun irgendwie mal trampelfahrtmäßig weiterging. Aber das ist schon Jahre her. Vielleicht auch eher ein Wildwechsel, aber vielleicht können wir noch mehr Asphalt sparen. Ja, da ist der Weg. Wenn der Ballon da liegt, so ist da der Weg. Ja, da dachte ich, ich kürze jetzt hier querfeld ein, diagonal ab. Da ist das hier ein Weg. Oh shit, das ist Glas, zerbrochen. Aber der Parkplatz ist gleich da vorne. Da können wir was mitnehmen. Irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Auch das ist so viel in Höhe. Und es ist nicht gesperrt. Durch das Bäumchen darf man sich nicht täuschen lassen. Hier geht der Weg rein. Ja, ich dachte, ich müsste hier auf den Kreuzweg. Aber da geht ja auch noch was lang. Sackgassiert das jetzt hier am Tagebau? Oder kann ich links parallel, das ist innerhalb des Betriebsgeländes. Aber wie scharf. Es ist eine Spur da. Okay, es war nur ein kurzes Stück parallel. Kommen wir wieder auf den Kreuzweg. Man könnte denken, das wäre nur Zugang zur Rückseite vom Stein. Ist das nicht ein Weg? Ich glaube, hier ist ein Weg. Ne, war nicht gesperrt. Vielleicht sollte ich das im Video gar nicht zeigen, sonst wird er gesperrt. Fahrt zu Sophienhöhe. Da gibt es nur normale Wege, die ihr alle kennt. Ja, und dann das. Sogar markierter Wanderweg. Wer hätte das gedacht? Dilemma, Dilemma. Ich glaube, die Spur geht da weiter. Ja. Wieder so ein Abzweig. Nur fürs Protokoll, es ist eine deutlich sichtbare Spur. Das heißt, der Weg ist in Benutzung. Wofür benutzt wird. Da ist keine Spur. Die Richtung wollen wir auch nicht. So breit wie das jetzt hier wird, kommen wir sicher gleich wieder an einem normalen Weg. Schätze mal, hier wird mit dem Auto bis zum Hochsitz gefahren. Jawohl, da drüben ist der Weg. Ach guck mal, von der Seite ist gesperrt, von der anderen Seite nicht. Nehmen wir diese Inkonsistenz oder besser gesagt Einbahnstraßenregelung. Oh ja, Qual der Wahl. Eigentlich wollte ich ja den neu angelegten Kinder-Naturerlebnispfad unten mal checken. Aber hier oben ist auch noch ein Weg gangbar gemacht oder wieder gangbar gemacht. Sackgasse war da unten nicht beschildert. Da kommt wahrscheinlich der andere Abzweig her. Was wir von Sackgassen halten, das ist ja bekannt. Ne? Ohne Sackgassenschild keine Sackgasse. Da sind wir mal ganz ordentlich deutsch. Und hier ist auch noch eine Spur zu erkennen. Was ist das? Ist
da wieder ein Weg? Das ist wieder ein Weg. Welcher mag das sein? Kennen wir den? So, hat die Zivilisation uns wieder. So, nach amüsanter Odyssee statt direktem Anlauf bin ich jetzt da, wo ich hin wollte. Am Naturerlebnispfad. Ernährungstipp für Trailläufer, wa? Aber erst gucken wir uns das da mal an. Dilemma, Dilemma. Die Serpentine hier des Pfades geht da weiter runter. Runter zum Parkplatz, wieder wo der Startpunkt ist. Aber hier ist noch ein ungesperrter Weg. Ja, der führt uns zur nächsten Serpentine, die hochgeht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier war doch mal die Treppe, ne? Herrlich mit den Eisenbahnschwellen. Damals die Treppen hoch vom Parkplatz. Direkte Mang Richtung Gipfelkreuz, wo wir vom Tiefhochenstammel damals mit der Berglaufgruppe noch herrlich trainiert haben. Genau, hier kommen wir auf die Serpentinen. Da sind wir damals wie blöde die Treppen hochgewetzt und dann hier die Serpentinen wieder runter. Das war noch richtig knackiges Training. Aber dann wurden die Treppen aus versicherungstechnischen Gründen, formulieren wir es mal so, dann entfernt, weil diese Holzbohlen dann doch für manche etwas glitschig waren und auch diese Unregelmäßigkeit in der Stufenhöhe vielleicht nicht jedermanns Sache. Jedenfalls nicht ganz ungefährlich bei Nässe. Ist das Kunst oder kann das weg? So, Start und Zielpunkt des Naturerlebnispfades hier am Café Sophienhöhe, so wie wir es immer noch nennen, obwohl es das Café schon seit Jahren nicht mehr gibt. Hier gibt es auch die Begleitbroschüre, mit der man dann die Aufgaben unterwegs lösen kann. Da an der Bank rein und dann am Zaun entlang, das kennen wir ja schon, aber was ist das denn für ein Weg? Den kenne ich auch noch nicht. Also das sieht definitiv angelegt aus. Anscheinend ist das gestattet, jetzt hier auf dem Damm bis zum Parkplatz zurückzulaufen. Dann tun wir das doch gleich. Aber erst gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Was ist denn mit dem Trampelpfad hier passiert? Der ist ja weg. Ist nicht mehr benutzt worden. Und jetzt untergegangen. Also falls er mir nicht glaubt, dass hier mal ein Weg war. Gewisse Spuren sind immer noch da. Ja, das ist doch mal eine schöne Alternative zu dem breiten, schnurgeraden Kiesweg da unten. Wunderbar. Da hat sich einer was bei gedacht. Sieht wilder aus, als es ist. Hier ist der Weg noch. Das Gras steht hoch, man kann kaum den Boden sehen. Alles schön vom Regen nass. Ach, das tut gut. The Terminator ist ja so 80s. Meet the Pollinator. Ultraläufer können jetzt hier in die Stadt abbiegen, um Kaffee zu trinken. Aber wenn hier auf dem Hundesportplatz Betrieb ist, ist auch da die Cafeteria auf für Gäste. Gut zu wissen. Von einem Geheimtipp Trampelfahrt zum freigeschnittenen Weg. Ah, that's more like it. So, und jetzt noch die Querverbindung zum Waldweg. Das könnte dornig werden. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz so in Benutzung.
Uiuiuiui. Es kann glatt sein, dass der Weg jetzt untergeht, weil sich keiner mehr hier durchtraut. Ja, hier muss man jetzt dahin ausweichen und hier ist noch der. Ach du Scheiße, da geht es lang. Ja, ich würde mal sagen, der Weg ist so ziemlich verloren gegangen. Methinks I stay in the shadow. Das ist auch relativ neu, dass man hier an der Stelle Kopf einziehen muss und dann die Füße heben. Ja, hier oben ist eine Querverbindung entstanden. Lange ist es her, da bin ich selber mal von da unten hier hoch, um dann in den sackgassierenden Weg da hinten irgendwo reinzukommen. Jetzt gibt es hier mittlerweile einen ordentlichen Pfad. Dann nutzen wir das doch aus. Obwohl ich langsam aber sicher den Eindruck kriege, dass der gar nicht da hoch auf die breiten Wege führt, sondern hier am Hang entlang etwas für mich Neues bildet. Ja, umso besser. Wird aber entdeckt. Ich vermute mal, das geht hoch auf den Weg. Dann gucken wir mal, ob wir hier weiter machen. Wo geht das hin? Das geht aufs Feld raus. Ja, hier in der Ecke war ich schon eine ganze Weile nicht mehr unterwegs. Wenn man dann denkt, man kennt alles, entgehen einem die Veränderungen. Ja, das ist ein Wanderweg. Wer es nicht glaubt. Ja, ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen da oben, weil das da so übers Gras geht. Lieber nicht. Mir ist auch siebenteils eingefallen, dass ich den Weg entdeckt hatte, als die Vegetation noch wesentlich niedriger war. Lass mal einen Blick um die Ecke, ob wir noch durchkommen. Ja, das ist die etwas verwachsene Stelle, aber es geht so. Gerade eben geschafft. Das war der heikle Teil. Der Rest ist wieder gangbar. Das war ja der erkennbare Weg. Heute bleiben wir mal, folgen wir dem Weg, den wir letztens hochgekommen sind, so wie er auf den Karten eingezeichnet ist. Nämlich hier rüber. Also laut Karte bin ich jetzt mal richtig. Aber da muss ich den Kartografen sagen, dass selbst ich das hier als eher als Wildwechsel klassieren würde, statt als Weg. Aber vielleicht tue ich Ihnen Unrecht. Vielleicht ist der nur so schlecht frequentiert, dass man ihn da teilweise nicht mehr sieht. Hier ist er nämlich wieder. Wir müssen jetzt da auf den breiten Weg wiederkommen. Die Kartografen haben recht. Ja, den Einstieg kann man auch sehr schlecht erkennen. Dann ist klar, dass der ein bisschen vernachlässigt ist. Also schön nach Karte richten, dann passt das. Und von den optischen Eindrücken nicht täuschen lassen. Kann kein Geheimtipp sein, das ist gemäht. Ich dachte schon, ich müsste Richtung Ort, aber nochmal einen Schritt zurück. Da ist auch gemäht. Ergo, das ist äußerst nett, dass die hier diese Wege gemäht haben. Die würde sonst ein Ortsfremder gar nicht so ohne weiteres finden. Ja, ist immer noch der Weg. Da unten kommt er her. Hier geht es entlang. Ja, ist es eine
Trailrunnerbank. Ist ein bisschen schwer zu finden, wenn man nicht weiß, wo sie ist, aber sie ist am, ja, hier geht's weiter. Eigentlich wollte ich ja jetzt in die Richtung, aber das ist keine Notbremsspur. Hier geht's rein. Natürlich gucken, wo das hingeht. Auch kein Geheimtipp, sonst wäre ja kein Geländer hier. Ah, es geht auf einen. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Kann ich das auf dem Display jetzt zeigen? Kriege ich den Finger an die richtige Stelle? Da ist ein Pfad auf den Knipper rauf. Den müssen wir irgendwann mal erkunden. Okay, dass das hier sackgassiert, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Denn demnach bin ich auf dem Weg, den ich auch hatte einschlagen wollen. Denn wenn das der ist, der auf den Karten als Sackgasse eingezeichnet ist, dann wissen wir jetzt, dass das so nicht ganz stimmt. Hier ist nämlich eindeutig ein Pfad. Als Trailläufer gehe ich in Sackgassen ja aus Prinzip weiter. Aber hier war die Sackgasse so lang, dass selbst ein Normalwanderer keine Lust mehr hatte, umzukehren. Im Urlaub fahren. Die Kamera ist auf Augenhöhe. Und ich bin so 1,85 groß. Der Glaube mag Berge versetzen können, aber ob er Wege schaffen kann, ich habe den Eindruck, dass es jetzt so rein formal gesehen hier doch nicht weitergeht. Dann gehen wir oben übers Feld, einfacher. Nee, wir müssen weiter da entlang. Ich habe es nur mal getestet, weil es so aussah, aber der Grund dafür ist der, da ist ein Hochsitz. Wenn mich mein Orientierunsinn nicht täuscht, stoßen wir da hinten wieder in den anderen sackgassierenden Weg, von dem dann der Trampelpfad runter auf den Wanderweg geht. Ja, das sieht doch schon wieder wie der Weg aus. Vom Ort kommend bis hier geht es noch. Da endet er dann. Und hier kommen wir jetzt runter ins Tal. Ja, wieder der normale Weg. Da geht ein Weg rein. Hier kommt gerade ein ganz schrecklicher Verdacht. Das sieht verdächtig nach einem Weg aus, den ich letztes Mal runtergekommen bin. Das werden wir wissen, wenn wir sehen, wo wir nachher auskommen. Ja, ich fürchte, das ist der. Die Erinnerung kommt dann doch wieder. Ja, ich fürchte, das war nichts Neues. Den bin ich schon mal runter. Wo es durchaus Spaß macht, entlang der Landstraße zu laufen.